Eine einzelne Träne lief mir über die Wange, als ich zubiss. Weder war es die erste, noch wird es die letzte sein. Aber zu Anfang hatte ich so stark geweint, dass mir inzwischen einfach nichts mehr an Tränenflüssigkeit übrig blieb. Ein weiterer Biss. Dieses Mal keine Träne. Das Dumme an der Sache war ja, dass es so gut schmeckte. So verdammt gut. Fleisch habe ich schon immer gern gegessen. Noch ein Biss. Ich wollte mich übergeben. Nicht, weil es widerlich war, das Fleisch. Nein, es lag nur daran, wo es herkam. Noch ein Biss. Der Brechreiz wurde stärker. Ach, das war aber noch lange nicht das Schlimmste. Übelkeit konnte ich ab. Aber wie ich das Fleisch bekam, das war eine wahre Tortur. Jedes Mal, wenn ich mir ein neues Stück verschaffte, war es mir danach fast unmöglich, es zu braten, zu würzen und dann zu verspeisen. Aber es schmeckt so verdammt gut. Schade, schon war das Stück verspeist und ich hatte noch so einen wahnsinnigen Hunger. Mir blieb nichts anderes übrig, als erneut die Säge zu nehmen, erneut anzusetzen. Die Schreie meines Opfers hallten in meinen Ohren wieder. Und ich würde auf ewig der Einzige sein, der sie hörte. Niemand, und ich meine niemand, würde jemals davon erfahren. Was ich hier tat. Mit Tränen in den Augen schnitt ich, sägte ich, trennte ich ab, was ich mir ausgesucht hatte. Dieses Mal war es die Hand, die linke. Schade eigentlich, ich würde sie noch brauchen. Nur mit der rechten konnte ich schwer kochen. Aber ich hatte Hunger. Es dauerte nicht lange, bis die Hand bluttriefend und frisch durch Braten und verzehrbereit war. Gewürzt auf Porzellan serviert und so gut duftend. Ich wollte sie nicht essen, aber warum sollte ich denn ein gutes Mal ausschlagen? Als ich meine Hand zerteilte in mundgerechte Stücke, wie alle meine Gliedmaßen zuvor und alle, die noch folgen mochten, spornte ich mich unwillig selbst an. Zu lange. Guten Appetit.